Moin und herzlich willkommen zu Dabonias Testwelt. Ich habe euch heute nochmal eine Brand News Box mitgebracht. Und zwar ist das die Überraschungsbox, die ihr gegen Punkte einlösen könnt. Also wenn ihr bei Brand News öfters bestellt, könnt ihr sogenannte Nusi-Punkte sammeln. Bekommt ihr zum Beispiel für die Anmeldung beim Newsletter, für die erste Anmeldung bei Brand News, wenn ihr am Produkttest teilnehmt oder wenn ihr halt eure Produkte, die ihr bekommt, bewertet. Gibt auch verschiedene Punkte, ist auf der Homepage genau aufgelistet, wofür ihr wie viele Punkte bekommt. Je nachdem, ob ihr jetzt, sagen wir mal, ein Produkt aus eurer Box nur kommentiert oder ein Bild mit dazu macht oder vielleicht sogar ein Video, bekommt ihr natürlich dementsprechend Punkte. Wenn ihr 1500 zusammen habt, dann könnt ihr euch so eine Box bestellen. Besteht dann aus Produkten, die es schon gab irgendwie. Und wird dann halt mit der nächsten Box, die ihr bestellt, geliefert. Wenn ihr die außer der Reihe geliefert haben wollt, dann müsst ihr Versandkosten bezahlen. So, ich hatte jetzt nochmal das Abo für eine Classic-Box. Habe ich mir jetzt einfach mitbestellt. Dementsprechend standen dann hier schön zwei Kartons. Einmal die Classic-Box und dann diese Box. Classic-Box packe ich euch jetzt nicht extra noch im Video aus. Ich glaube, da gibt es genug Videos und gab es jetzt auch schon einige Fotos. Von daher habe ich mir gedacht, brauchen wir das nicht. Bei Instagram findet ihr sonst bei mir auch noch Fotos davon. Ja, wie gesagt, sind jetzt keine brandneuen Produkte, sind schon mal da gewesen. Ich finde es einfach nur ganz interessant oder wollte einfach mal zeigen, wie es ausschaut, ob sich das lohnt, wirklich dann immer diese Arbeit, alles zu bewerten und so. Sollte einen Wert von mindestens 18 Euro haben. Und wir gucken jetzt mal rein. So. Das ist dann, ich zeige das mal eben auch so kurz so, meine Box. Was ich auf jeden Fall schon, da bleibt noch was auf dem Tisch, Entschuldigung, super finde, das sind die hier. Und zwar Beauty Sweeties Matcha Sonne. Also die habe ich auch noch nicht gehabt. Aber ich hatte von Beauty Sweeties schon mehrere Sorten, die ich bis jetzt auch wirklich sagen muss, die fand ich alle klasse. Die haben richtig fruchtig, richtig gut geschmeckt. Die Sorte kenne ich jetzt noch nicht. Wenn es ungefähr so ist wie die anderen, finde ich das schon mal gut. Dann haben wir hier Superkornbrötchen, Dinkel Chia Kione. Gut, drei Stück. Bei uns nicht genug, aber die werden dann einfach mal so mit dazu gemacht. Die Saltlets Pausen Cracker. Die sind sehr, sehr lecker. Also auch das für mich schon mal gut. Was haben wir denn hier? Lemon Pancake. Ist ja nicht schlecht. Ich denke mal, na, mal eben ein bisschen Milch drauf oder so. Oh nein, sogar nur Wasser. Wird auf jeden Fall da mal ausprobiert. Reicht natürlich auch nicht für die ganze Familie. Mache ich da mal für mich. Von Kellogg's Tresor Snacks. Also die Frühstücksflocken, davon kenne ich natürlich. Die Snacks noch nicht. Also auch was Neues. Oh, das finde ich gut. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das Porridge von Three Bears total gerne. Also von daher für mich sehr schön. Von Daver Linsenflocken für Currys, Brote und mehr. Mhm. Also von der Marke, von der Wehr haben wir jetzt auch schon so einiges im Regal gehabt. Einige schon ausprobiert, andere Sachen stehen sogar noch da. Aber die habe ich auch noch nicht gehabt. Von daher finde ich auch noch wieder was Neues. Also für mich scheint sich die Box sogar wirklich gelohnt zu haben, bis jetzt zumindest. Hey Mi, Hanfsamendrink. Den kenne ich auch nicht. Überhaupt nicht. Habe ich auch wirklich noch nie gesehen. Kommt dann gleich mal im Kühlschrank und wird dann wahrscheinlich gleich morgen mal probieren. Schön wieder eingepackt. Kichererbsen. Oh, davon habe ich sogar noch eine im Lager stehen. Die habe ich nämlich schon mal, ich glaube, auch bei Brand News bekommen. Mit zwei Gläsern kommen wir dann auch schon ein bisschen weiter bei uns. Das passt. Und Kidneybohnen. Die kann man immer gebrauchen. Dann haben wir sogar noch mehr. Und zwar... Oh... Neumarkter Lamsbräu Naturrater. Oh Gott. Knoten in der Zunge, Entschuldigung. Alkoholfrei. Sehr schön, dann kann ich das ja gleich noch trinken. Also Naturradler finde ich sowieso lecker. Ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber das finde ich gut. Das, gut, jetzt sofort wird es auch nicht getrunken, es muss ja erstmal ein bisschen kalt werden. Und wir schauen mal. An der anderen Seite haben wir auch noch was. So.
Haben wir alles draußen? Alles draußen. Und zwar haben wir von Numilk Schokohafer. Davon habe ich im Kühlschrank sogar noch so einen Kaffee drin stehen. Muss auch zugeben, dass ich den bis jetzt noch nicht probiert habe. Und dann haben wir jetzt nochmal Schoko zum Probieren. Und tropische Bio-Erfrischung. Dakada. Das sagt mir wirklich gar nichts. Ein Moment karibischer Sonne. Was ist da drin? Sieht auf jeden Fall von der Farbe her schon mal interessant aus. So würde ich es mal beschreiben. Aber auf jeden Fall, wenn man vorgebraucht, soll man es auf jeden Fall gut schütteln. Also man sieht das auch, da sind noch so kleine Ablagerungen drin. Natürlicher Bodensatz. Aber irgendwie feinsten exotischen Zutaten. Sanften Geschmack. So, da haben wir es. Klein. Ne? Brillenträger. Ich musste ein bisschen suchen. Tut mir leid. Wasser Bio Lulu Püree. Und dann Bio Vollrohrzucker. Und dann noch ein paar Säuerungsmittel Zitronensäure. Lulu Püree. Okay. Also, ich muss sagen, für mich hat sich die Box jetzt auf jeden Fall mal gelohnt. Leckere Sachen, wo ich schon sagen kann, sie sind lecker. Und für mich wirklich viel Neues. Also gerade das, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Wird auf jeden Fall ausprobiert. Also für mich, ich werde auf jeden Fall weiter meine Produkte bewerten. Scheinbar lohnt sich das für mich so. Kann jetzt natürlich auch Zufall gewesen sein. Aber ich muss auch sagen, bei Nuss, die Produkte bis jetzt, bis auf zwei, drei Kleinigkeiten, fand ich sie sowieso immer bis jetzt ganz gut. Ich werde also weiter meine Produkte brav und artig bewerten. Mir vielleicht dann, na gut, Ende des Jahres wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht Anfang des Jahres nochmal so eine Box kommen lassen. Ihr habt jetzt mal ungefähr gesehen, was dann so da drin sein kann. Nette Mischung. Ja, also ein bisschen was Süßes, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu kochen. Ich finde, das passt. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!